Hallo, meine Gummifans. Heute drehe ich ein kleines Video über Kingdom Hearts. Und zwar, welche Dinge ich am liebsten mag. Also, was ich halt an Kingdom Hearts liebe. So sehr. Dieses Video ist eine Kooperation mit Kobera mal wieder, also mit Soundchat. Und ich fange da mal an. Was ich an Kingdom Hearts mag: Zum einen das Design der Charaktere. Vor allem die weißhaarigen Charaktere wie Anselm, Sehanort, Riku und so weiter. Vor allem auch Sephiroth. Ja, der taucht in Kingdom Hearts, falls ihr es noch nie gespielt habt, auch auf. Der aus Final Fantasy 7, der erste Bösewicht. Selbst der hat da seinen Gastauftritt gehabt in Teil 1 und Teil 2. Und wahrscheinlich sogar bald auch in Teil 3. Worüber ich mich richtig freue, wenn das endlich released wird. Aber da freut sich, glaube ich, jeder Kingdom Hearts Fan drauf. Er hat sogar seinen eigenen Part in der Story, auch wenn dieser Part eher nur halt sekundär war. Und nichts mit der Hauptstory zu tun hatte von Teil 2. Ja, halt das Design von Final Fantasy und Kingdom Hearts Charakteren ist einfach so episch. Es sollte zwar kindisch dargestellt werden, aber das ist es nicht. Es wirkt schon recht professionell und auch erwachsen. Vor allem bei Cloud, Tidus, obwohl im ersten Teil war es echt ziemlich kindisch gehalten. Aber selbst da hat man gesehen, die Charaktere entwickeln sich. Die sind richtig geil gemacht. Vor allem Anselm. Auch wenn ich finde, dass Anselm oder eher gesagt Sehanort, naja. Also, das Design ist halt ziemlich kindlich, doch jedoch auch ziemlich erwachsen gehalten. Und genau das, diese Abwechslung, mag ich. Deswegen liebe ich auch die alten Teile, die 3D-animierten Teile von Final Fantasy. Das Einzige, was mir nicht gefallen hat von der Story her, ist Final Fantasy 15, aber das in einem anderen Video. So, machen wir dann direkt mal weiter. Ich gebe rüber an Kobera. Ein weiteres Meisterstück von Kingdom Hearts ist die unzähligen Möglichkeiten zu interpretieren. Licht und Dunkelheit. Du kannst diese Schimmer so oft interpretieren. Einerseits kämpfst du auf der Seite des Lichts gegen die Dunkelheit. Andererseits wird auch gesagt, dass wir das Gleichgewicht von Licht und Dunkelheit wahren müssen. Du kannst es auf so viele Ebenen ausleben. Du kannst daher auch dein eigenes Schlüsselschwert ausdenken. Ich zum Beispiel habe einen ganzen Ordner voll mit Schlüsselschwertern gezeichnet. Und ich habe mir auch mal mit einem Kollegen ein eigenes Schwert gebaut. Was tatsächlich auch eine eigene Geschichte dazu hat. Denn du kannst diesen Kampf zwischen Licht und Dunkelheit und das Gleichgewicht auf so viele Arten interpretieren, dass es dieses Spiel sehr für einen 6-Jährigen hochinteressant sein kann, aber selbst in unserem Alter immer noch altersgerecht ist, einfach weil du so viele Interpretationsmöglichkeiten hast. Der Soundtrack ist absolut awesome. Ob wir Simple and Clean nehmen, das typische Kingdom Hearts Opening, oder die Melodien zu einzelnen Charakteren nehmen, wo man das Gefühl hat, man kriegt gleich Depressionen und heult los, wie zum Beispiel She und Sphene, welches einen Kingdom Hearts Fan sofort so viel schmerzhafte Erinnerungen zurückruft und einen richtig emotional werden lassen kann. Der Soundtrack ist durch und durch gut. Jede Welt hat einen passenden Satz in Disney-Welten und die, die sich nur auf die eigene Story beziehen, sind saugut gemacht, sind schön, sie können traurig sein, sie können auch actionreich sein. Es hat einfach meiner Meinung nach mit eines der besten Soundtracks, die man überhaupt haben kann, wie ich finde. Und zu guter Letzt war es natürlich auch einfach ein Teil meiner Kindheit. Kingdom Hearts hat mich durch Zeiten geleitet, in denen es mir sehr mies ging. Ja, es ist jetzt vielleicht Klischee-YouTuber, aber ich war zum Beispiel auch in meiner Schulzeit nie einer, der wirklich sehr beliebt war. Und hatte auch ziemlich viele Probleme. Und Kingdom Hearts war immer so eine Welt, in die konnte ich mich flüchten, in der konnte ich versinken, einfach von all dem hier, von dieser ganzen Welt, mich abgrenzen, abschotten. Und hat insofern auch mein Leben geprägt. Und in dem Punkt möchte ich dem Team von Square Enix noch einmal aus tiefstem Herzen danke, danke, danke sagen. Ich liebe dieses Spiel mit Leib und Seele. Und ich denke, ich rede für alle Kingdom Hearts Fans, wenn ich sage, dass ich mich schon unglaublich auf den dritten Teil freue. Bitte macht's so gut wie die letzten oder noch besser. Es gibt so viel, das noch aufgedeckt werden muss. So viel, das man da noch reinstecken kann. Das Einzige, was mich beunruhigt ist, ist, dass es wohl wieder nur so viele Welten wie in den letzten Teilen gibt. Und dann frage ich mich, wie will man da so viel noch aufdecken? Aber wenn ich die letzten Kingdom Hearts Teil bedenke, ich vertraue euch da. Ich meine, Fragmentary Passage war auch saugut. Und ja, danke für die beste Spielerfahrung überhaupt. Und Kingdom Hearts hat mich so weit geprägt, dass ich überhaupt so Gamer wirklich geworden bin. So, noch etwas zu dem, was Soundchat gesagt hat. Und zwar die verzwickte Story, sogar noch zwischen den einzelnen Charakteren. Es geht ja nicht nur um die Spiele so, sondern jeder einzelne oder so gut wie jeder einzelne Charakter eine verzwickte Story. Oder so gut wie alle. Ich rede jetzt von den Charakteren. Zum Beispiel Sora, die Story zwischen Riku, er muss ihn retten, dann wiederum muss er ihn finden und alles. Und wenn man mehr darüber nachdenkt, warum will er ihn retten, warum will er ihn finden, manchmal ist es so, dass Riku überhaupt nicht gerettet werden will. Oder er gesagt sich vor Sora versteckt, wie im ersten Teil, oder sogar im zweiten Teil versucht Sora zu schützen.
das ist so dieses Bündnis zwischen Freundschaft und alles. Und das ist halt verzwickt, vor allem, weil man zuerst nicht wirklich realisiert, was da abgeht. Wirklich. Oder auch die Story zwischen Roxas und Mantis. Wer ist Roxas? Wer ist Mantis? Wir wissen, Mantis ist ein Krieger des Lichts. Wir wissen aber auch, dass Roxas der Niemand von Sora ist. Warum? Ja klar, ein Teil von Mantis ist in Sora drin, ein Teil seines Herzens. Aber darauf ist jetzt auch nicht so komplett ins Detail alles erklärt. Da ist auch alles offen, das ist alles so verzwickt. Und das zwischen vielen der Charaktere. Aber wir wissen alle, Xehanort ist ein Oberspasti. Aber egal. Kommen wir direkt mal zum nächsten Punkt. Und zwar... der Spielspaß. Der Spielspaß, den man schon ab den ersten Teilen hatte. Ganz ehrlich, es hat mich geflasht. Es hat mich umgehauen. Da fliegt mein Handy. Super Leistung, super professionell. Jo. Aber egal, machen wir weiter. Aber als danach Kingdom Hearts Birth by Sleep released wurde, schon ab dem ersten Trailer dazu, ist Kingdom Hearts wirklich einer meiner liebsten Spielereien geworden. Vor allem wegen dieser halt extrem verzwickten Story und weil es halt eine Menge Spielspaß gibt. Und das in verschiedenen Ebenen. Vor allem versuchen die Entwickler, sich immer was Neues auszudenken, wie in Chain of Memory, wo sie, anstatt der normalen Kampfmethoden alles, wie man aus Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2 noch kennt, dass sie da Karten benutzt haben, um sich zu verteidigen und zu kämpfen. Was ich ziemlich cool fand. Und vor allem da in Kingdom Hearts Chain of Memory zum ersten Mal wirklich die Organisation 13, die ich super verehre, zum ersten Mal in Erscheinung trat. Danach ging es weiter halt mit Kingdom Hearts und Kingdom Hearts 235 in 2 days, glaube ich, so hieß das. Ich kann den Namen nie merken von dem Scheiß. Auf jeden Fall da, wo man halt auch mit Roxas das ganze Spiel spielt, da wo auch Shion zum ersten Mal halt vorkommt. Ich feiere es. Es ist ein geiles Spiel. Und selbst da ist das ziemlich verzwickt. Vor allem, weil es Hintergrundinformationen sind, die man erst später erfährt. Vor allem in Dream Drop Distance. Warum überhaupt die Organisation? Was soll der Scheiß? Warum haben die Herzen gesammelt? Und so weiter. Das, was sie in Kingdom Hearts 2 erklärt haben, Sam das den Leuten erzählt hat, das war Bullshit. Klar, die wollten halt Kingdom Hearts neu erschaffen, aber halt ein anderer Weg. Halt ein anderes Ziel. Die wollten nämlich was anderes. Xehanort wollte vor allem was anderes. Auf jeden Fall, Kingdom Hearts ist eine meiner liebsten Spielereien, vor allem halt in der Genre Fantasy. Ich reiche weiter zu Kubera. Aber zunächst eine kleine Werbepause. So, eine kleine Werbeunterbrechung. Lösen wir die Gewinner der Gamescom-Verlosung auf, oder eher gesagt des Gewinnspiels, also ich und Kubera lösen halt die Gewinner jetzt auf. Es haben wirklich viele mitgemacht, okay. Für meine Verhältnisse viele. Und ja, ich habe mir einige rausgesucht, die dann wirklich gewonnen haben. Und ja, bleibt bis zum Ende des Videos dran, um zu erfahren, wer gewonnen hat. Vielleicht seid ihr ja die Gewinner. Ich habe da noch eine kleine Sache. Bevor wir zu dem letzten Punkt von Neon Kubera kommen, habe ich hier nochmal den vierten Grund, warum ich Kingdom Hearts liebe. Wenn man denkt, die komplette Handlung zu kennen, passiert dann in Kingdom Hearts Dream Drop Distance was komplett Unerwartetes. Wie auch in Kingdom Hearts X. Oder Kingdom Hearts Union X, wie das mittlerweile hieß. Die Demo hieß, glaube ich, Unchanged. Ja, Unchanged X. Kingdom Hearts Unchanged X hieß das. Aber, ja, das alles ist die komplette Vorgeschichte. Dream Drop Distance jetzt nicht, aber halt Kingdom Hearts X. Dann wird da auch erklärt, warum es überhaupt zu den Keyblade Wars zustande kam. Für die es nicht wissen, der Keyblade War war der größte Krieg der Schlüsselschwerter in ganz Kingdom Hearts. Und Xehanort versucht das halt alles neu anzukurbeln, damit es halt einen neuen Krieg gibt, der will den Krieg anzetteln. Xehanort kann sogar in Dream Drop Distance durch die Zeit reisen und ja, es ist alles verzwickt und pipapo. Spielt einfach diese Spielereihe, die sind geil, die Spiele, die sind geil. Einfach nur zu geil. Jetzt nochmal zurück zu Kubera. Ja, Raven, Kingdom Hearts ist wohl so ziemlich das beste Spiel überhaupt. Meiner Meinung nach zumindest. Und ich meine, es ist ja kein Zufall, dass ich hier so ein Schlüsselschwert oder so hier habe. Nicht daran, dass ich ein Fan bin oder so. Nein. Egal, darum sollte es nicht gehen. Die meisten Spiele waren schon immer in einem gewissen Stil oder haben den Stil gehalten. Und wenn sie versucht haben, starke Schwächer zu machen, hat das meistens nicht so gepasst. Anders ist dabei Kingdom Hearts. Kingdom Hearts ist mit jedem Spiel, das gekommen ist, immer komplizierter geworden. Zugegeben, dass die ganzen Nebenteile, die für verschiedene Konsolen rauskommen, was einen ziemlich abgefuckt hat in der Vergangenheit, wo es ja jetzt zum Glück die Remakes gibt, ist die Story immer komplizierter geworden, wie schon gesagt. Es ist zwar so, dass es vielleicht grafisch nicht immer eine neue Evolution war, weil es halt immer für verschiedene Systeme kam und die Mobilkonsolen nicht mehr grafisch wie Festkonsolen bekommen haben, aber rein von der Story her ist es immer mitgewachsen. Es ist
immer mehr dazugekommen. Die Bösewichte, die du im ersten Teil hattest, die sehen aus wie eine Lachnummer im Vergleich, was du jetzt hast. Und teilweise blickt man selbst in unserem jetzigen Alter, so mit 20, nicht richtig durch. Kingdom Hearts ist einfach mit seinen Zuschauern mit erwachsen geworden, ist komplizierter geworden. Und wenn du das heute einem 6-Jährigen vorsetzen würdest, würde der wahrscheinlich spätestens nach dem zweiten Teil, wenn du chronologisch durchgehst und dann halt Change of Memories und alles noch drin hast, würde das Kind wahrscheinlich nicht mehr mitkommen. Kingdom Hearts ist, auch wenn es nicht unbedingt erscheint, ein recht erwachsenes Spiel geworden, das aber sehr an unsere Kindheit geknüpft ist. Beziehungsweise, wer seine Kindheitshelden heute noch mag, der will auch Kingdom Hearts lieben. Allein, weil es eine eigene gute Story hat und trotzdem diesen Disney-Effekt mit dran hat. Ja, da muss ich mir recht geben. Der fünfte Grund ist einfach, weil es einer unserer liebsten Spiele ist. Oder Spielereien. Es hat auch meine Kindheit geprägt und ich liebe es und ich werde es auch immer lieben. Danke an Square Enix für dieses geile Spiel. Und bevor wir das Ganze jetzt beenden, kommt jetzt die Auflösung des Gewinnspiels von der Gamescom. Es gibt tolle Preise zu gewinnen und 4 bis 5 von euch haben diese Preise gewonnen. Aber nicht verzagen, ihr könnt immer noch abstimmen, denn jeder kann was gewinnen. Der Trostpreis ist nämlich, abgesehen von dem speziellen Trostpreis mit Merchandise und alles, ist, dass ihr abstimmen könnt, was ich die nächsten Woche für ein Video raushauen soll. Also abstimmen. So, der spezielle Trostpreis mit dem Merchandise-Kram, mit den Kleinigkeiten und auch größeren Sachen habe ich in eine Tüte gepackt und verlose die. Was drin ist, sind kleinere Buttons und auch anderes, was ich halt auf der Gamescom halt zugeschmissen bekommen habe. Plus noch Fanarts von der Epicon. Das war so kleinere Poster, die könnt ihr auch haben. Und ja, der Gewinner ist DavidTV. Du hast gewonnen, du kriegst dieses Paket auf der Togicon oder ich schick's dir einfach per Post zu, je nachdem, wie du es lieber magst. Also, du musst nicht einfach anschreiben über Instagram oder über YouTube oder über Facebook oder wenn du meine Nummer hast, WhatsApp. Schon lieber halt Instagram, schreibt nicht alle über Instagram an. Das ist halt sehr gut. Und ja, wir gehen dann mal weiter. Er stellt nämlich den nächsten Gewinner vor. Kommen wir zum nächsten Preis. Und der dritte Preis geht an Kiff Gaming. Herzlichen Glückwunsch, du kriegst das Skyforce T-Shirt, das für mich sich anfühlen würde wie ein 5-Mann-Zelt, mit dem ich in einem Hurricane problemlos zelten kann. Herzlichen Glückwunsch dafür, du kriegst diesen Preis. Kommen wir zum zweiten Preis und der geht an Sascha Page. Du bekommst das Ticket für die Epicon, welche am 4.2.2018 stattfinden wird. Wahrscheinlich werde ich da sogar auch da sein, um Wales unter die Arme zu greifen und vor allem um mein eigenes Video zu machen. Aber bloß jetzt muss ich Wales unter die Arme greifen, denn bei dem funktioniert ja sowieso nichts, wenn ich nicht helfe. Oh, bin ich toll. Halt dein blödes Maul. Ist doch wahr! Nein, ist es nicht! Ich krieg viele Dinge auch alleine hin, weißt du? So, der erste Preis geht an Coraiko Red Fox. Du hast gewonnen. Du kannst mich über Instagram anschreiben, genauso wie die anderen. Und ja, ich trage für euch jetzt auch mein Epicon T-Shirt. Und ja, den Hauptpreis hast du jetzt. Das ist das Samstagsticket von der Epicon. Du hast 2 Wochen Zeit, dich bei mir zu melden. Andernfalls wird dein Preis weiter verlost an jemand anderen. Und wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich gehe jetzt erstmal ein paar Herzlose flecken. Also herzlose Plätten, da komme ich gerne mit. Und ja, ich sage dann, falls euch dieses Video gefallen hat, gebt mir einen Creep Like Daumen nach oben, abonniert diesen Channel, um nichts zu verpassen. Schaut auf das Downcheck vorbei, ist irgendwo hier ist verlinkt. Hier kommt ihr auch zu meinen letzten beiden Videos und haut raus, bis dann. Ich baue noch ein paar Outtakes ein. Oh. Ich sag dann mal, haut raus, bis dann. Ciao. Ach ja, bevor ich... Eine kleine Sache. Ihr könnt auch abstimmen, welches Video ich nächste Woche machen soll. Da oben abstimmen. In der Infokarte. Und ja, und raus, bis dann. Ciao. So, nochmal zu dem, was Downshit gesagt hat. Scheiße. Der Spielspaß, den man... Der Spielspaß, den man... Ich darf herzlichen Glückwunsch dafür. Also herzlose Blenden, da komme ich mit. Dann nehme ich sogar mein Sora mit.